Matthias Bieber. Claude Flyers müssen als erstes Team am Spengler Cup Koffer packen. Wie gross ist die Enttäuschung? Schon enttäuschend. Mit sicher noch ein, zwei Spiele wollen weiterspielen. Es war mega cool, ein riesiges Erlebnis. Leider hat heute die Leistung nicht ganz gelangen. Ja. Wir sind nach dem 6-0 gegen Wolfsburg im Hoch gewesen. Vikovice ist mit zwei Niederlagen aus den Gruppenspielen jetzt in diese Partie gekommen. Haben Sie die Aufgabe unterschätzt? Nein, unterschätzt glaube ich überhaupt nicht. Wir sind heute einfach nicht so für uns geholt. Es war nachher schwierig, wir haben am Abend ein paar blöde Konter bekommen und sie gehen in Führung und nachher haben sie extrem solid gespielt, haben uns Dreamman gemacht und das ist sehr schwierig geworden. Für Sie persönlich ist der erste Einsatz jetzt im Spengler Cup, sind von einer Verletzung zurückgekommen. Wie ist Ihnen persönlich gelaufen? Wie sind Sie persönlich zufrieden mit Ihrer Leistung? Ja, es ist so ein bisschen so lala gewesen. Ich konnte jetzt fast eineinhalb Wochen oder fast zwei Wochen nicht auf dem Eis sein. Und heute Morgen schnell kurz ein Warm-up gemacht und nachher wieder spielen. Ich bin sicher gut, um wieder in den Rhythmus zu kommen und ich hoffe, es wird noch ein bisschen besser. Ich glaube, es sind viele Spieler nebst Ihnen jetzt zurückgekommen, kurz vor dem Spengler Cup, mit Nordgren, Blum, Dubois. Hat das mit den Einfluss gehabt, dass man vielleicht sich als Team auf dem Eis noch nicht so gefunden hat, dass man noch nicht so eingespielt war? Ja gut, wir haben natürlich die ganze Saison immer wieder andere Aufstellungen müssen aufgrund von Verletzungen. Also Spieler weg, Spieler wieder kommen. Und, ich glaube, grossen Einfluss auf das hat es nicht groß gehabt. Gibt es gleich noch etwas Positives, was man jetzt aus dem Turnier kann mitnehmen kann für die Meisterschaft? Ja, wir haben auch noch eine super Zeit am Spengler Cup. Auf dem Eis sicher nicht die besten drei Spiele, die man spielen kann. Wir sind als Team wieder extrem, wir haben wieder können wachsen und das ist enorm wichtig. Danke vielmals, Matthias Bieber.